On now to the team competition. Deutsche, as we said, three competitors team in each team. And we begin Zwillingspaar, Sandra Ringkamp, Anja Ringkamp und Astrid Leopold beschwert sich noch einmal im Auftritt bei den vierten Europameisterschaften der Aerobic. Es geht um die Medaillen der Teams. In jedem Team jeweils drei. Die Zusammensetzung ist freigestellt. Und bei den Teams sind die vier Pflichtteile vorgeschrieben. Die Sit-Ups und Liegestütze, die Jumping-Jacks und die High-Leg-Kicks jeweils viermal, um diese Pflichtteile zu zeigen. Deutschen Meister 1992. Bislang liegt noch Finnland in Führung mit 187,5 Punkten. Aber die besten Teams, die vermeintlich besten Teams, die kommen noch. Schwierigkeitsgrad 111 Punkte, Präsentation 84, keine Abzüge, 195 Punkte insgesamt und damit bislang Platz 1 für das deutsche Team. Aus Frankreich, Isabelle Vilasek, Pierine Graziano und Anne Kowalczyk. Auch aus Frankreich ein reines Damen-Team. Bei den Weltmeisterschaften lagen zwei Herren-Teams auf Platz 1 und 2. Aus Argentinien gewann Gold, aus Australien gewann die Silbermedaille und ein Damen-Team aus Brasilien gewann Bronze bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr. Frauen natürlich mit einem Nachteil bei den Kraftelementen. Thank you.
Frage zum Abschluss. Aber keine großen Unterschiede zum deutschen Team. In the gym and in the studio and rehearse the routine. And once again, I think what we're seeing from the French is outstanding creativity. A beautiful transition there, and look at that beautiful synchronicity. And the scores for France. Isabel, Pierrine and Anne have a skill score of 114 points. Deutsche Meisterteam bekam 195 Punkte, das französische zero, giving an overall score of 201 points. 101 Punkt. Das sind 6 Punkte mehr, als das deutsche Team erhalten hatte, und damit